Gruß, wer Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt ist. O, die ihr glaubt, kehrt zu Allah um in aufrichtiger Reue. Wallah al-Azim, fragt euch selber, was bewegt euch noch? Weinen wir für Allah subhanahu wa ta'ala? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, der den Tod und das Leben erschaffen hat, damit er euch prüfe, wer von euch die besten Taten begeht. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور Wir lassen uns vom diesseitigen Leben ablenken. Aber fragt euch mal selber. Fragt euch mal wirklich selber, geht in euch hinein und fragt euch selber, was bewegt euch denn eigentlich noch? Was? Alles hat seine Merkmale und sein Zeichen. Und die Zeichen für den Untergang des Dieners ist das Unterlassen des Weinen aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Aber subhanallah, wer weint noch, wenn er Koran hört? Wer weint, wenn er Kalamullah hört? Wer? Subhanallah, wir weinen für Dunya. Alles Mögliche, was in Dunya ist. Obwohl wir nicht mal wissen, wo unsere Bleibe in Akhira ist. Liebe Geschwister im Islam, wir leiden an einer Krankheit, die man Hartherzigkeit nennt. Insha'Allah, bi'iznillah, lasst uns Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten, dass er unsere Herzen Allah ruft diejenigen, die glauben, welche ein lebendiges Herz haben. Welche ein lebendiges Herz haben, welche eine reine Fitra haben. Wer von uns weint noch aus Reue und Ehrfurcht für Allah subhanahu wa ta'ala? Wer? Wer hat noch aufrichtige Tauba? Wer hat noch Khushu? Wer von uns weint noch über seine begangenen Sünden? الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله غيره ولا رب سواه وأشهد أن عبد الله ورسوله إمام المتقين وقدوة المتوكلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وعلى من اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين إن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون الله spricht Ist es denn nicht Zeit für diejenigen, die glauben, dass ihre Herzen demütig werden vor Allahs Ermahnung und vor dem, was von der Wahrheit herabgekommen ist, und dass sie nicht wie diejenigen, denen zuvor die Schrift gegeben wurde, es ihnen aber zu lang gedauert hat und so ihre Herzen verhärtet haben. Und viele von ihnen sind Frevler. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا
يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Allah spricht: Wenn sie hören, was zum Gesandten herabgesandt worden ist, siehst du ihre Augen von Tränen überfließen wegen dessen, was sie darin als Wahrheit erkannt haben. Sie sagen: Unser Herr, wir glauben. Schreibe uns unter den Zeugnissen den أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Allah spricht: Und sie fallen auf das Kinn weinend nieder, und es mehrt ihnen die Demut. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Allah spricht: Als ihnen die Zeichen des Allerbarmers verlesen wurden, fielen sie ehrerbietig und weinend nieder. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. Allah spricht: Wundert ihr euch denn über diese Aussage und lacht ihr und weint ihr nicht? Offenbart wurde, weinten das Sufer, bis ihre Tränen über ihre Wangen flossen. Als der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sie weinen hörte, weinte er mit ihnen. Daraufhin sagte der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam: Keiner, der aus Furcht vor Allah geweint hat, wird das Höllenfeuer betreten. Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, dass der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte: So wie die Milch nie in die Euter zurückkehrt, so wird kein Mann, der aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala geweint hat, das Höllenfeuer betreten. Anas ibn Malik radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Keiner wird am Tag der Auferstehung bestraft werden, dessen Augen aus Furcht beim Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala Tränen vergossen haben, die den Boden berührt haben. Ya Ummata Muhammad, يا أمة محمد أتسمعي أتسمعي يا أمة محمد عينان لا تمسهما النار لا تمسها النار عينان بكت من خشية الله جل وعلا فيا أخي ويا أختي متى بكيتم من خشية الله عز وجل سبحانه وتعالى. سبحان الله الله أكبر. An all diejenigen die nicht ins Höllenfeuer kommen wollen, an all diejenigen, die sich schützen wollen vor Jahannam, hört genau zu, was Ibn Abbas radiallahu anhu sagte. Ibn Abbas radiallahu anhu sagte: Ich hörte den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam sagen: Zwei Augen werden das Höllenfeuer nie berühren. Das eine, welches aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala geweint hat, und das zweite, welches Wache in der Sache Allah subhanahu wa ta'ala unterhalten. All diejenigen, die die Rettung suchen, im Yawm al-Qiyamah. Uqba ibn Amir sagt: Ich fragte den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam, was die Rettung. Darauf antwortet der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Halte deine Zunge zurück. Dein Zuhause soll dein Zufluchtsort sein, deine Verfehlung. Ich habe gehört, dass Ibn Qayyim von verschiedenen Arten des Weinens gesprochen hat. Was meinst du, Achi, welches die ehrenvollste Art des Weinens bei Allah subhanahu wa ta'ala ist? Achi, Ibn Qayyim rahimahullah erwähnte verschiedene Arten des Weinens. Das Weinen aus Erbarmen und Sanftmut, Weinen aus Liebe und Sehnsucht, Weinen aus Freude und Glück, Weinen aus Trauer und Sorgen, Weinen aus Heuchelei, Weinen aus Schwäche, und es gibt sogar das Scheinweinen, man wird sogar dafür bezahlt, wal'iyadu billah. Weinen aus Muwafaqa, das heißt das Mitweinen, und es gibt zwei Arten davon, die tadelnswerte und die lobenswerte Art. Die lobenswerte Art ist, dass man weint, damit die Menschen nicht sagen, schau dir den an, der kann nicht weinen.
Und die lobenswerte Art ist, dass man weint, weil man die Sorge der anderen mitteilt. Wie Sayyidina Umar radiyallahu anhu, als eines Tages kam und saß Abu Bakr und Umar und haben beide geweint. Sayyidina Umar ging da rein und sagte, lasst mich doch mit weinen. Sagt mir doch, warum ihr weint, damit ich mit euch weinen. Das ist ein Beweis, dass Sayyidina Umar die Sorge von Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr radiyallahu anhu radiyallahu mitteilen wollte. Das sind die verschiedenen Arten des Weinens. Aber wenn du mich fragst, Achi, welche die ehrenvollste Art, die beste bei Allah subhanahu wa ta'ala, ist das Weinen aus Angst und Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Buka min khashyatillah jalla wa ala. Al-Buka min khashyatillah wal khawf min Allah azza wa jalla. Denn liebe Achi, wir haben nichts anderes außer das Weinen und Tränen zu vergießen, die unsere Schwäche und unsere Bedürftigkeit Allah gegenüber beweisen, subhanahu wa ta'ala. Tränen aus Furcht, die eine Freude im Herzen eines Gläubigen verursachen, weil dies eine ehrenvolle Anbetungsart, die Allah subhanahu wa ta'ala denen schenkt, die er ausgewählt hat. Tränen, die in übertriebener Form fließen, welche die Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit und die Ergebenheit des Dieners beweisen. Die Umma weint sehr viel, aber die Frage, warum werden diese Tränen heute vergossen? Ich sagte ehrlich, die Umma weint sehr viel, weil iyadu billah, sie weinen wegen Dunya, sie weinen, weil ihnen eine Position in dieser Welt entgangen ist, weil iyadu billah, sie weinen, a'udhu billah, wegen verbotener Trauer und verbotener Freude in heutzutage, wal'iyadu billah, wie beispielsweise, wenn sie Musik hören, bei einem Liebeslied oder einer Sängerin oder ein Sänger, oder weil der Hauptdarsteller im Film gestorben ist, wal'iyadu billah, oder weil seine Freundin oder Freund Schluss gemacht hat, wal'iyadu billah, oder wegen seinem Sportsverein, weil er verloren hat, abgestiegen ist oder aufgestiegen ist. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-afu wal-afiyah. Über diese Tränen wollen wir gar nicht reden, denn dies sind verlorene Tränen. Und das schwöre ich bei Allah subhanahu wa ta'ala, diese Tränen sind ein Grund, يوم القيامة dass derjenige, der sie vergossen hat, vielleicht in Jahannam reinfallen wird, wal'iyadu billah. Ich frage euch, wo sind die Tränen für begangene Sünden und Nachlässigkeiten? Beim Erwähnen des Höllenfeuers und des Paradieses, beim Todes, beim Verrichten des Gebets, beim Koran-Rezitation, beim Hören des Korans oder aus Sorge für diese Umma, wenn man denkt über die Lage der Umma, wal'iyadu billah, welche das Herz zum Bluten bringt und die Augen zum Weinen bringt, wal'iyadu billah. Und wo sind die Tränen, die aus Furcht vor Allah vergossen werden müssen und die Art von Tränen werden wir heute sprechen, die aus Furcht vor Allah vergossen werden, Jalla wa Ala. Denn das Weinen aus Furcht vor Allah ist ein Fadila, ist ein Vorzug. Und das Weinen beim Gedenken an den Tod und den Abgang ist ein Schutz. Und das Weinen beim Denken an das Stehen vor Allah subhanahu wa ta'ala und die Abrechnung ist die Glückseligkeit. Und das Weinen beim Entgehen der guten Taten, die Angst vor der Strafe, beim Ermahnung und aus Furcht, ist ein Genuss, welchen nur die kennen, die es ausprobiert haben. Wenn ich über die Weinenden rede, meine ich damit die Menschen, die nicht wegen Dunya, einer Position, die ihnen entgangen ist, und so weiter weinen. Über diese Tränen werden wir nicht sprechen. Wir werden über die weinenden Muslime, die Gläubigen sprechen, die nur wegen ihres Herrn weinen und geweint haben. Es sind Tränen, lieber Geschwister, die auf die Gewissheit, die Angst und die Erkenntnisse dieser Menschen deuten. Wir werden über die Tränen reden, die beinahe selbst zu den Menschen reden könnten. Deutlicher als jedes Wort, wunderbarer als jede Ausdrucksweise und schöner als jede Poesie, Tränen voller Geheimnisse und Lehren, Tränen voller Wehrufe zum Herrn der Himmel und der Erden, Rabbus Samawati wal Ard, Tränen, wegen denen Bücher geschrieben wurden. Denn gepriesen sei Allah, Subhanallah, wie gewaltig und genussvoll diese Tränen sind. Gehören wir überhaupt zu denen, die aus Angst und Furcht vor Allah weinen? Gehören wir zu denen, die aus Hoffnung auf das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala weinen? Gehören wir überhaupt zu denen, die in der Einsamkeit weinen? Denn sie sind die Menschen, die begriffen haben, was es bedeutet, Tränen zu vergießen, aus Furcht und Angst vor Allah jalla wa ala. Sie haben den Sinn des Koranverses und der Überlieferung verstanden. Sie weinten einfach aus Angst, nicht mehr zu weinen. Subhanallah, Allahu Akbar. An all die Muslimin und Muslimat. An Aisha, an Muhammad, an Abdullah, an Abdul Rahman, an die Muslimin und Muslimat, welche sich in A'udhu Billah befinden, in welchen Diskotheken rumtanzen, wal'iyadu Billah, und welche Alkohol trinken und Drogen zu sich nehmen, wal'iyadu Billah, welche in der Moschee gehören, das ist ein Ruf an euch, meine lieben Geschwister. An all diejenigen, die ein lebendiges Herz haben. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. An all diejenigen, die eine reine Fitra haben. ابن القيم رحمه الله sagte: Allah subhanahu wa ta'ala ruft im Koran
in verschiedenen Koranverse. Ya ayyuhalladhina amanu. Allah ruft diejenigen, die glauben, welche ein lebendiges Herz haben, welche ein lebendiges Herz haben, welche eine reine Fitra haben. Und Ibn al-Qayyim rahimahullah sagte, das sind diejenigen, die eine reine Fitra haben, wenn sie die Allah subhanahu wa ta'ala lesen oder hören, wenn sie die Wahrheit hören oder lesen, antworten sie auf diese Wahrheit, indem sie diese Wahrheit in Tat sofort umsetzen. An unsere Geschwister, die sich weit, weit weg von Allah subhanahu wa ta'ala befinden, die, die behaupten, die sind Muslimin, ihr behauptet, ihr seid Muslimin, hört euch den Ruf Allah subhanahu wa ta'ala an. Und ergebt euch. Ja, ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. O die ihr glaubt, kehrt zu Allah in aufrichtiger Reue. Vielleicht wird euer Herr euch eure bösen Taten tilgen und euch in Gärten eingehen lassen, beschallt von Bächen, am Tag, da Allah den Propheten und diejenigen, die ihm geglaubt haben, nicht in Schande stürzt. Ihr Licht eilt ihnen voraus und ebenso zu ihrer Rechten. Sie werden gewiss sagen, unser Herr, vollende für uns unser Licht und vergib uns. Gewiss, du hast zu allem die Macht. وقد ذكر ابن كثير في كتاب البداية والنهاية عن أبي سليمان الداراني رحمه الله قال لكل شيء علم وعلم الخذلان ترك البكاء من خشية الله وإذا خذل الله العبد وغضب عليه وسقط العبد من عين الله سلب الله منه هذه الخصلة المباركة هذه الخصلة المباركة. أبو سليمان الداراني رحمه الله sagte: Alles hat seine Merkmale und sein Zeichen. Und die Zeichen für den Untergang des Dieners ist das Unterlassen des Weinen aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn der Diener Allahs an Achtung bei Allah subhanahu wa ta'ala verloren hat, und wenn Allah sein Diener verlässt und zornig auf ihm ist, dann entzieht er ihm diese gesegnete Eigenschaft. Hier ist damit gemeint, das Weinen aus Angst und Furcht vor Allah, Jalla wa Ala. Qala rahimahullah, arba'un min asbab al-shaqa, qaswatul qalb, jumudul ayn, tulul amal, wa hubbud dunya. Imam Malik sagte, vier Dinge sind der Grund für die Unglückseligkeit. Hartherzigkeit, das Austrocknen des Auges, sodass man keine Tränen mehr vergießen kann, lange Lebenserwartung und die Liebe zum diesseitigen Leben. ويقول ابن القيم رحمه الله: ما عوقب عبد بعقوبة أشد من قسوة القلب والبعد عن الله عز وجل. وقال ابن القيم رحمه الله: أبعد القلوب عن الله عز وجل هي القلوب القاسية. وأسباب هذه القسوة هي أربع: كثرة الطعام، كثرة الشراب، كثرة النوم، وقال كثرة الجماع، وقيل في رواية كثرة المخالطة أي الاختلاط بأهل المعاصي. وقال ابن القيم رحمه الله: ما خلقت النار إلا بت القلوب القاسية، وما يزيل هذه القسوة مثل ذكر الله عز وجل. ويقول ابن القيم رحمه الله: من أراد أن يزيل هذه القسوة أي قسوة قلبه فعليه أن يؤثر مرضاة ربه عن شهوته. ابن القيم رحمه الله sagte: Niemand wurde so hart bestraft,
wie mit der Hartherzigkeit und das sich entfernen von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn die weitesten Herzen von Allah azza wa jal sind die harten Herzen. Und der Grund für die Hartherzigkeit sind vier. Das viel Essen und Trinken, das viel Schlafen, das viel Beischlaf. Und andere Version sagt Ibn al-Qayyim rahimahullah, der Umgang, der häufige Umgang mit schlechten Menschen, mit ungehorsamen Menschen. Und Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt, das Höllen erschaffen, um die harten Herzen zum Schmelzen zu bringen. Und da sagt er rahimahullah auch, sagt, nichts wird diese Hartherzigkeit beseitigen, wie das Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn jemand von euch, sagt Ibn al-Qayyim, diese Hartherzigkeit von seinem Herzen beseitigen will, so soll er das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala für seine Gelüste bevorzugen. ويقول ابن الجوزي رحمه الله دمعة على الخد أي دمعة تقطر من العين على الخد من خشية الله عز وجل خير من ألف قطرة مطر على الأرض. Ibn Jawzi sagte, eine vergossene Träne aus Furcht für Allah subhanahu wa ta'ala auf der Wange ist nützlicher als 1000 Regentropfen auf der Erde. Abdullah ibn Amr radiallahu anhu sagte, dass ich eine Träne aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala vergieße, ist mir lieber als 1000 Dinar zu schaden. Radiallahu anhu sagte, dass ich weine aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala, so dass meine Tränen über meine Wangen fließen, ist mir lieber als das Spenden meines Gewichtes in Gold. Und Omar ibn Abdul Aziz sagte, O Abu al-Judi, profitiere von einer Träne, die aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala fließt. Abi Jald rahimahullah sagte, ich las über Dawud alayhi salam, dass er Allah subhanahu wa ta'ala fragte, O Allah, welches ist die Belohnung für denjenigen, der aus Furcht vor dir so viel weint, bis seine Tränen aus seiner Wange hinunterfließen? Allah subhanahu wa ta'ala sagte, seine Belohnung wird sein, dass ich sein Gesicht den Flammen des Höllenfeuers verwehre und in Sicherheit am Tag des Schreckens gewähre. Ziyad al-Ambari rahimahullah sagte, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, bei meiner Würde, meiner Majestät und meiner Erhöhung über meinem Thron, wahrlich werde ich jedes Auge meines Dieners das Lächeln im Paradies vermehren, welches im Diesseits aus Angst vor mir geweint hat. Salih al-Murri rahimahullah sagte, mir wurde berichtet, dass Ka'b rahimahullah gesagt hat, wer wegen einer begangenen Sünde weint, dann wird diese vergeben. Wer aus Sehnsucht zu Allah subhanahu wa ta'ala weint, dann wird erlaubt, Allah subhanahu wa ta'ala zu sehen, wann immer er will. Zadan Abi Umar, ein vertrauenswürdiger Tabi'i, sagte, uns wurde berichtet, dass derjenige, der aus Angst vor dem Höllenfeuer weint, vor diesem gerettet wird. Und wer aus Sehnsucht nach dem Paradies weint, wird zu dessen Bewohner gehören. Malik ibn Dinar, rahimahullah, sagte, das Weinen wegen einer Verfehlung lässt die Sünde zerfallen, so wie die vertrockneten Blätter eines Baumes verfallen. Bakr ibn Mus'ad sagte, ich hörte Abdul Wahid ibn Zayd. Abdul Wahid ibn Zayd war wegen seiner enormen Angst und seiner Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala und seinen scharfen Ermahnungen bekannt. Er weinte sehr viel. Al-Harith ibn Ubaid, rahimahullah, sagte, Abdul Wahid ibn Zayd saß in den Ermahnungskreisen von Malik ibn Dinar neben mir. Ich konnte die Worte aber nicht hören, weil das Weinen von Abdul Wahid ibn Zayd sie übertönten. Husayb ibn al-Qasim al-Wazan sagte, wenn wir die Trauer von Abdul Wahid ibn Zayd an die Bewohner von Basra verteilen würden, so würde diese für alle reichen. Sagen, o ihr meine Geschwister, warum weint ihr nicht aus Sehnsucht zu Allah subhanahu wa ta'ala? Wahrlich, wer aus diesem Grund weint, dann wird sein Herr diesen Anblick nicht verwehren. O meine Geschwister, warum weint er nicht aus Angst vor dem Höllenfeuer? Weil wer deshalb weint, dann wird Allah Zuflucht gewähren. O meine Geschwister, warum weint er nicht aus Angst vor dem Durst am jüngsten Tag? Weil wer deswegen weint, der wird vor dem Angesicht aller Geschöpfe zu trinken bekommen. Umar ibn Dharr, rahimahullah, Abu Hanifa ibn Ayna ibn Mubarak und Abu Na'im erzählten über diesen Mann, dass er ein vertrauenswürdiger Tabi'i ist, Hilyatul Awliya. Sagte, jedes Mal, wenn ich einen Weinenden sah, stellte ich mir vor, wie die Gnade Allahs auf ihn herabgesandt wird. Zayd ibn Aslam sagte, ich hörte Abu al-Hassan, sein Name ist Salam ibn Dinar, ein vertrauenswürdiger Mann aus Medina. Eine seiner bekanntesten Aussagen ist,
wenn du siehst, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich mit Gaben überhäuft, obwohl du dich ihm widersetzt, so nimm dich vor ihnen in Acht. Sifatu Safwa sagte, mir wurde berichtet, dass das Weinen aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala der Schlüssel zu seiner Barmherzigkeit ist. Jetzt werden wir über Menschen reden, dessen Tränen den Boden benässt haben. Die, die ohnmächtig wurden bei der Erwähnung des Höllen. Ibn Mubarak rahimahullah sagte, uns berichtete Shibr ibn Abbad von Ibn Abi Najah von Mujahid, der sagte, Dawud alayhi salam ließ sich von Allah subhanahu wa ta'ala seinen Fehler auf die Hand schreiben, sodass er dies immer beim Essen und Trinken sah. Jedes Mal, wenn er dies sah, weinte er. Wenn man ihm eine mit einem Drittel gefüllte Schüssel mit Wasser zum Trinken und er dabei seine Hand erblickt, fing er an zu weinen und er weinte so viel, dass die Schüssel überlief. Was ist die Sünde von Dawud alayhi salam im Gegensatz zu den wir, die jeden Tag Sünden begehen, unsere Pflichten vernachlässigen, die Gesetze Allahs mit Füßen treten und die Grenzen überschreiten? Mujahid rahimahullah sagte, dass Yahya ibn Zakariya alayhi salam aus Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala so viel weinte, bis diese Tränen Spuren auf seine Wange hinterließen. Uhayb rahimahullah sagte, Yahya alayhi salam hat zwei Linien auf seine Wange, die aussahen wie zwei alte Schnürsenkel. Von vielem Weinen aus Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Zakariya alayhi salam sagte zu seinem Sohn, ich bat Allah subhanahu wa ta'ala, mir einen Sohn zu geben, an dem ich Freude habe. Daraufhin antwortete ihm Yahya alayhi salatu wassalam, O mein Vater, Jibril alayhi salam berichtete mir, dass es einen Weg zwischen Paradies und Hölle gibt, den nur diejenigen überwinden können, die viel aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala weinen. Gehören wir zu den Weinen oder nicht? Wenn Yahya alayhi salam, der von Allah ta'ala im Koran gelobt wird und der am Tag der Auferstehung ohne Sünde kommen wird, so viel weinte, wie viel müssen wir dann weinen? Ma'mar rahimahullah sagte, die Kinder kamen zu Yahya alayhi salam ibn Zakariya. Die sagten zu ihm, lass uns spielen gehen. Daraufhin antwortete er, würdet ihr zum Spielen erschaffen? In einer anderen Version sagte er alayhi salatu wassalam, ich wurde nicht zum Spielen erschaffen. Ali ibn al-Fudayl ibn Iyad, rahimahumullah, war ein Tabi'i, der es nicht ertragen konnte, Verse über das Höllenfeuer zu hören. Eines Tages betet sein Vater in der Moschee vor. Dabei vergaß er, dass sein Sohn hinter ihm betete. Er rezitierte einige Verse über das Höllenfeuer, als er plötzlich einen dumpfen Knall hörte. Er verrichtete das Gebet schnell zu Ende. Als er sich anschließend umdrehte, erblickte er seinen Sohn ohnmächtig auf dem Boden liegend. Er kam erst spät in der Nacht wieder zu sich. Daraufhin sagte die Mutter zum Vater, dass dieser seinen Sohn eines Tages umbringen wird. Dies geschah wirklich. Als der Vater eines Tages wieder vorbetete, vergaß er wieder, dass sein Sohn ebenfalls in der Moschee war. Er rezitierte die Sura, die Vermehrung, Al-Hakum ut-Takathur hatta zurtum ul-Maqabir. Und dieses Mal brach der Sohn tot zusammen. Ein alter Mann saß beim Gesandten sallallahu alaihi wasallam, während dieser folgenden Koranvers rezitierte. O ihr Menschen, hütet euch und eure Angehörigen vor dem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Daraufhin fragte der Mann, O Gesandte Allahs, sind die Steine im Höllenfeuer genauso groß wie im Diesseits? Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam antwortete, die Steine in der Hölle sind so groß wie die Berge im Diesseits. Als der Mann dies hörte, fiel er um. Daraufhin legte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam seine Hand auf die Brust des Mannes und fühlte, dass dessen Herz noch schlug. Er sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, sag La ilaha illallah. Der alte Mann sagte diese Worte und starb. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte daraufhin, die Angst vor Jahannam brachte ihn um. Liebe Geschwister im Islam, ihr habt gehört, wie wichtig das Weinen für Allah subhanahu wa ta'ala ist. Drum bittet Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass ihr weiche Herzen im diesseitigen Leben erlangen werdet und bittet Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er eure Herzen öffnen wird und dass ihr jede Träne, die ihr vergießt, für ihn, für den Allmächtigen, für den Erhabenen, für Allah subhanahu wa ta'ala vergießen werdet.
Und hört euch nun zum Abschluss die folgende Geschichte an. Es gab mal einen Tabi'i, der sich vorgenommen hat, nicht mehr zu lachen. Sein ganzes Leben lang nicht mehr zu lachen, bis er seinen Platz sieht. Damit ist gemeint, wenn er am Sterben liegt, wo er jeder von uns wissen wird, wo er hingehören wird, entweder ins Wasser oder ins Höllenfeuer, wal'iyadu billah, ajarani Allah wa iyyakum minha. Dieser Tabi'i hat sein Wort gehalten. Er hat viel geweint in seiner Lebenszeit. Er hat viel aus Angst und Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala geweint. Seine Gefährte, die mit ihm saßen, haben ihn beobachtet und die haben geschworen, dass er nicht mehr gelacht hat. Erst begann dieser Mann zu lachen, als er am Sterben lag. Die Gefährten von ihm erzählten, als er am Sterben lag, begann er zu lachen. Und jetzt frag dich, Achi, und jeder soll sich fragen, warum hat dieser Mann begonnen zu lachen in diesem Moment, subhanallah, wenn dies nicht ein Zeichen des guten Abgangs ist, weil er sich freut über das, was er gesehen hat, als er am Sterben lag. Die sagten, er hat angefangen zum Lachen, dann er starb lachen. Wir haben ihn gewaschen und er war am Lachen. Wir haben ihn auf unsere Schulter getragen, er war am Lachen. Und wir haben ihn in seinem Grab hingelegt und er war am Lachen. Und wir haben ihn beerdigt und er war am Lachen. Und garantiert, bi'idhnillahi azza wa jall, wird dieser Mann auch lachend yawm al-qiyama kommen und wird sich freuen über seine ewige Aufenthalt im Jannah, im ewigen Genuss und ewige Glückseligkeit. Deswegen, liebe Geschwister, ist ein Rat von uns, vom ganzen Herzen an die ganze Umma. Und diese Worte gehen erstmal an uns, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Lasst uns gemeinsam anfangen, insha'Allah zu weinen, Tränen zu vergießen, welche vielleicht bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala der Grund sein werden für unsere Glückseligkeit im Paradies als Nachbarn bei Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seinen Sahaba, die Gefährten von ihm alaihi salatu wasalam. Denn liebe Geschwister, dieser Dunya, heute wie Hasan al-Basri sagte sehr schöne Worte, subhanahu, einen seiner Schüler, einer dieser Schüler wurde von seiner Mutter zu Hasan al-Basri gebracht, rahimahullah, damit er erzogen wird. Er wurde nicht zu einem Fußballer genommen, damit er Fußballer wird, oder zu einem Popstar oder einem Sänger, sondern sie nahm ihn zu einem frommen Mann, al-Hasan al-Basri, rahimahullah, dessen Worte gleich wie die Propheten sind, radiyallahu rahimahullah. Dieser Hasan al-Basri, dieser Junge, dieser Schüler hat viel gelernt von Hasan al-Basri und beobachtete die Lage von Hasan al-Basri, rahimahullah. Da sagte, ich sah Hasan al-Basri, er war immer am Weinen. Sagte, wenn ich bei ihm saß in seinem Ermahnungsunterricht, beginnt Hasan al-Basri an zu weinen. Wenn ich ihn im Moschee sehe, er weint. Und wenn ich ihn zu Hause besuche, er weint. So dass ich ihn gefragt habe, ja Aba Sa'id, warum bist du immer am Weinen, hasst du nichts anderes zu tun? Da sagte Hasan al-Basri, rahimahullah, was soll der Mu'min in dieser Dunya tun, wenn er nicht weint aus Angst und Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala? Und sagte, oh kleiner Junge, und er spricht zu seinen Schülern, sagt, weine so viel du kannst, weine so lange, bis Allah subhanahu wa ta'ala Erbarmen mit dir haben wird. Weine, denn ich habe gehört, wenn der Diener Allah weint so lange, bis Allah subhanahu wa ta'ala ihn von Jahannam befreit. Sagt man, nicht weint in dieser Dunya, was soll er sonst tun? Was tun wir heutzutage? Wie häufig lachen wir? Wie häufig gucken wir Fernseher und extra Serien, die lustig sind, damit wir lachen und uns ablenken vor der Schrecken der Wahrheit, die die Umma und die Menschheit erwartet, yawm al-qiyama wal'iyadu billah. Also liebe Geschwister, wacht endlich mal auf und beginnt heute schon zu weinen. Und wenn du nicht weinen kannst, dann bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dein Herz erweicht, denn dies ist ein Grund für die Hartherzigkeit. Und Achi, oh liebe Geschwister, denn die nächsten Herzen zu Allah sind die weichen Herzen und die besten Augen, die yawm al-qiyama eine Freude haben werden. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, wie Allah das uns versprochen hat, sind die Augen, die am meisten heute Tränen vergießen. So vergießt Tränen, nicht Tränen wegen irgendeinen Dunya-Angelegenheiten, sondern weil ihr nicht wisst, wie ihr sterben wird. Ihr wisst gar nicht, wie euer Abgang sein wird, ob das ein Gutes oder Schlechtes. Denn wie viele Menschen, die hießen Muhammad, Abdullah, Fatima und Khadija, aber deren Namen haben denen nichts genutzt, als sie am Sterben liegen. Manche von denen begehen Kufr und Schirk, wenn sie am Sterben liegen, na'udhu billah. Was hat denen deren Besitz und deren Kinder, was hat denen das alles gebracht? Denn niemand war für sie anwesend, der sie retten konnte, als der Engel des Todes anwesend war. Also liebe Geschwister, wacht endlich mal auf und bereitet euch für diesen Tag vor, inshallah, Rabbil Alamin. Tag des Gerichts, an dem ihr vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen werdet.
Und wenn ich euch heute frage und jeden Muslim frage, sag ich, bereite mich vor diesen Tag. Aber wenn wir seine Handlung sehen, seine Art und Weise, wie er lebt, wir sehen nichts davon. Das heißt, seine Worte, seine Taten widersprechen sich mit seinen Worten. Denn jeder Muslim heute sagt, ich weiß, dass ich sterben werde. Ich weiß, dass ich im Grab hineingelegt werde. Ich weiß, dass ich gefragt werde. Ich weiß, dass ich vor Allah stehen werde. Und ich weiß, dass ich über Jahannam gehen muss. Aber wir sehen keine Spuren von diesem Wissen. Denn es ist nur ein oberflächliches, schwaches Wissen, welcher keine Spuren in unserem Leben hinterlässt. Und viele Muslimen weinen heute. Es gibt zwei verschiedene Arten des Tränen. Es gibt warme Tränen, liebe Geschwister, und kalte. Die warmen Tränen waren die Tränen von Propheten und Sahaba, radiyallahu anhum, die wahrhaftigen Tabi'in. Die haben geweint und man hat dann gesehen, dass diese Tränen Spuren hinterlassen, sodass sie ihre Leben, dass sie zu wahren Muslimen und Mu'minin geworden sind, sodass sie sich ganz ergeben haben, ganz Allah subhanahu wa ta'ala ergeben haben. Aber heute die Muslimen haben kalte Tränen. Man sieht, sie weinen so viel, aber kurz danach werden diese Tränen vergessen. Wal'iyadu billah, und sie kehren zu deren Blindheit zurück. Sie kehren zu deren Diesseitsangelegenheiten und vergessen Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ulah. Also liebe Geschwister, versucht nicht zu denjenigen zu gehören, die heute lachen, aber Yawm al-Qiyamah weinen werden. Versucht zu denjenigen heute zu gehören, die viel weinen und Yawm al-Qiyamah lachen werden. Wie Hasan al-Basri rahimahullah sagte, hör dir die Worte an, die dich zum Weinen bringen, damit du Yawm al-Qiyamah die Sicherheit erlangen kannst. Aber hör dir nicht die Worte, die dich zum Lachen bringen, a'udhu billah, welche dich Yawm al-Qiyamah in Gefahr bringen. Wal'iyadu billah. Und möge Allah subhanahu uns zu den Weinenden machen, inshallah.